Sie müssen Kreese sein. Ihr CEO sagte mir, Sie wären ein richtiger Draufgänger, ziehen freiwillig in jeden Kampf und schließen sich dem Hinterhaltskommando an. Sind Sie lebensmüde? Nein, ganz und gar nicht, aber Angst habe ich auch nicht. Ist das so? Manche erkennen den Unterschied nicht. Ja, haben Sie eine Ahnung, wie viele Männer wir hier in diesem Drecksloch haben? In Namen? Ja. Vielleicht eine 500.000. Und die meisten von Ihnen werden nie was bewirken. Aber Sie, Sie können etwas bewirken. Deswegen bin ich hier, Sir. Mhm. Ich will meinem Land dienen. Ein Held sein. Was? Das ist gut. Das ist gut. Ich bilde eine Einheit. Wir operieren außerhalb der CCN. Nur direkte Einsätze in Nordvietnam. Dort ist der echte Krieg. Wir werden geradewegs durch den Dschungel marschiert. Keine Abzeichen, keine Ausweise. Im Team wären Sie, ich und ein paar Experten. Ein paar von denen kenne ich, Sir. Ich werde Sie persönlich trainieren. Guerillataktiken, Sprengungen und Nahkämpfe. Von was für einem Nahkampf sprechen wir da, Sir? Wenn du deinen Feind besiegen willst, musst du lernen, wie dein Feind zu kämpfen. Ich habe Tang Son Do im Koreakrieg gelernt. Von Meister Kim Song Yang. Sie werden es auch lernen. Denken Sie, Sie können das? Gottverdammt, ja. Sir. Wenn Sie das überleben, kriegen Sie Ihr Berett und ein paar Narben. Vielleicht noch eine Beförderung obendrauf. Und wenn ich sterbe? Werden Sie 30 Jahre auf einer Vermisstenliste stehen, bis Sie die ganze geheime Scheiße hier aufdecken. Ich verlange von Ihnen, dass Sie mehr als ein Soldat werden. Haben Sie das verstanden? Wenn wir das durchziehen, brauchen wir die absolut Besten. Oh, yeah. Wir brauchen Stärke. Ja. Wir brauchen Entschlossenheit. Was? Wir brauchen Brutalität. Du musst nur Ja sagen. Und ich forme dich zu der ultimativen Waffe. Also, bist du dabei? Oder nicht? Auf jeden Fall. Ausgezeichnet. Captain? Stehen Sie bequem. Dann müssen Sie wohl Kreese sein. Ihr befehlshabender Offizier sagt, Sie sind der Mann der Taten. Laufen freiwillig an der Spitze. Melden sich für den Hinterhalt. Sehnt er sich nach dem Tod? Ich wünsche ihn mir nicht, aber fürchte noch nicht. Ist das so? Manche Menschen sehen da keinen Unterschied, Sir. Haben Sie eine Ahnung, wie viele Männer wir in dem Drecksloch haben? In Vietnam? Ja. Vermutlich eine 500.000. Die meisten von Ihnen machen keinen verdammten Unterschied. Aber Sie, Sie können einen Unterschied machen. Deshalb bin ich hier, Sir. Mhm. Um ein Land zu verteidigen. Um ein Held zu sein. Das ist gut. Das ist gut. Ich stelle eine Einheit zusammen. Wir arbeiten außerhalb des CCN, Spezialmissionen in Nordvietnam. Das ist der echte Krieg. Wir gehen nur mit dem Nötigsten in den tiefsten Dschungel. Keine Rangabzeichen, keine Ausweise. Die Einheit besteht aus Ihnen, mir und ein paar Specialists. Ich kenne ein paar Männer, Sir. Ich persönlich werde Sie trainieren. Guerillataktiken, Sprengsätze und Nahkämpfe. Von welcher Art Nahkampf sprechen wir, Sir? Wenn Sie Ihren Feind besiegen wollen, müssen Sie lernen, wie Ihr Feind zu kämpfen. So habe ich im Koreakrieg Tang So Do gelernt. Unter Meister Kim Son Yang. Sie werden das auch lernen, wenn Sie glauben, dass Sie das können. Sie können sich darauf verlassen, dass... Kann ich, Sir. In Ordnung, wenn Sie überleben, kriegen Sie Ihr Beret. Ein paar Narben, vielleicht sogar eine Beförderung obendrein. Und wenn ich nicht überlebe? Tja, dann stehen Sie auf irgendeiner Vermisstenliste 30 Jahre, bis dieser Geheimhaltungsscheiß hier freigegeben wird. Ich bitte Sie, mehr zu werden als nur ein Soldat, Junge. Haben Sie das verstanden? Wenn wir das tun wollen, brauchen wir die absolut Besten. Wir brauchen Stärke. Wir brauchen Entschlossenheit. Was? Wir brauchen Brutalität. Sie müssen nur Ja sagen. Und ich forme dich zu der ultimativen Waffe. Also, hast du Interesse? Oder nicht? Bin dabei, Sir. Ausgezeichnet.